Die Cookie Bread Shirts? Wir sagen euch etwas über die Cookie Bread Shirts. Sie sind böse. Ihr könnt nichts dagegen tun. Sobald ihr sie angezogen habt, seid ihr für immer gefangen. Und ihr könnt euch nicht wehren. Oh. Wie Sie sehen, unsere Kunden sind 100% zufrieden, denn die Cookie Bread Shirts sind einfach nur der letzte Schrei. Der allerletzte Schrei. Also rufen Sie nun an und bestellen Sie 2 Cookie Bread Shirts zum Preis von 4, denn doppelt hält besser. Und Sie bekommen auch noch ein gratis Cookie-Paket dazu. Also rufen Sie nun an, denn es gilt nur, solange der Vorrat reicht. Sind wir fertig? Endlich. Ich meine, Cookie Bread Shirts, wer kauft so einen Scheiß? Ich würde sowas niemals tragen. Gut, dass ich für so einen Scheiß bezahlt werde. Privet, Leute! Normalerweise kennt ihr uns, wenn wir gammeln. Doch heute kochen wir! Haargummis. Sie sind ja so haarig. Wurstwasser. Ja, warum denn nicht? Das ist nicht das. Warte, die ist auch schon so rund. Und was jetzt? Streusel. Ich geb dir einen Dollar. Ich geb dir einen Euro, wenn du das trinkst. Sorry, ich habe etwas zu viel gemacht. Cookies. Oh, die armen Cookies. Streusel. Streusel. Und die Pille. Mehr Streusel. Mehr Streusel. Okay. Und jetzt. Ja. Okay. Sonst noch was? So, ja. Wissen, man hat auch manchmal seine Tage so. Man sieht's nicht. Man sieht's nicht. Geh, ich will auf. Jetzt will ich es machen. Sehr schöne Vaginas. Das ist nicht groß, das ist eng. Das ist eine Latte. Wenn ich das nicht bin. Alter. Vaginas. Yeah. Wir stehen zum Kuchenbacken. Nein, jetzt muss ich hier ein bisschen warte. Olli! So, du musst hier mal anraten, ja klar. Ich hab nur was, ne? Ich will mal nachfragen zum Ort. Und schon habt ihr euren fertigen Vagina-Kuchen. Richtig sexy, ne? Privet, Bitches. Alter, wir müssen seriös wirken. Meine Damen und Herren und Andi, wir sind sehr stolz, euch nun unser neuestes Produkt vorzustellen, den Analstab. Andis neuer attraktiver Leuchtstab. Stab. Und was kann man damit machen? Lass es mir dir zeigen, doch bevor wir nun loslegen, müssen wir Sie darauf hinweisen, dass keine Steine, Tiere oder lebenden Menschen verletzt wurden. Und was ist mit den Keksen, Nathalie? Die haben wir gegessen. Nun zu ein paar Funktionen des Analstabes. Der Stab ist unglaublich effizient, was das Töten von Zombies betrifft. Zombies! Zombies! Man braucht nur einmal den Stab zu fingern und schon verwandelt er sich in ein Laserschwert. Damit ist es noch leichter, Zombies zu töten. Schon bei der kleinsten Berührung zerfallen die Zombies und werden zu Cookies. Zu welchen Cookies? Brotcookies mit Menschenfleischgeschmack. Lecker. Nun zu den weiteren Funktionen des Analstabes. Er hat Bluetooth, Infrarot und WLAN sogar. Der eingebaute Akku hält bis zu 48 Stunden. Danach muss man ihn mit Menschenfleisch füttern. Wichtiger Warnhinweis, fütterst du ihn nicht, füttert er dich. Wenn das eingetreten ist, rufen Sie sofort die Orgelwarnzentrale an und verstecken Sie sich, bis Hilfe kommt. Das ist aber noch nicht alles. Nein! Er ist auch als Schutzschild vor Hipster- und Twilight-Fans und nervigen Menschen einsetzbar. Drückt man auf diesen Knopf, wird Metalcore abgespielt. Damit werden die vorhin aufgezählten Menschengruppen automatisch verscheucht.
Ausnahmen sind natürlich möglich. Es gibt auch Anti-Orger, die einen guten Musikgeschmack haben. Dann gibt es einen weiteren Knopf, der die Milchschnitte des Todes erscheinen lässt. Wir garantieren Ihnen, es ist hundertprozentig wirkungsvoll. Wir machen Ihnen ein ganz spezielles Angebot. Nur heute natürlich. Wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie einen zweiten Analstab gratis mit dazu. Ach ja, es gibt noch einen weiteren Knopf. Was kann der? Ha! Das war der Selbstzerstörungsknopf, du Trottel. Oh my fucking Orgel! Ich mach den Scheiß nicht mehr mit. Immer das Gleiche, ich hasse diesen Shop. Analstab, wer ist auf diesen scheiß Namen gekommen? Ich weiß es nicht, er funktioniert ihn halt nicht wohl richtig. Was soll man machen? Die Firma bekommt eine Menge Geld für die Vermarktung. Stimmt. Uns sind aber schon 3 Todesfälle gemeldet worden. Der Stab ist noch nicht richtig konfiguriert. Stell dir mal vor, wenn das ans Tageslicht auskommt. Oh mein Gott, das wäre... Warte, ist es der Teil noch an? Scheiße. Fuck. Privet, Leute! Heute zeigen wir euch ein Scream-Tutorial. Danach könnt ihr scream like a boss. Orgel, Bitch! Gib Punkt 1, damit deine Stimme nicht kaputt wird. Immer viel trinken! Sobald du beginnst, Blut zu husten, solltest du lieber eine mehrtägige Pause einlegen. Weiter geht's! Stell dir vor, du hast ein Messer in deinem Mund stecken. Der Ton muss über die Klinge gelangen, sonst schneidet er sich und das tut ihn ganz doll weh. Und dann muss er zu weinen beginnen und das will niemand, denn das hört sich ganz unschön an. Also bringe den Ton über die Klinge. Beim Screamen verwendet man ausnahmslos die Bauchatmung. Brustatmung! Die Brustatmung. Doch wie erkenne ich die Brustatmung? Das ist ganz einfach. Bei der Bauchatmung bewegt sich der Bauch. Bei der Brustatmung bewegt sich der Oberkörper. Ganz wichtig ist es außerdem auch noch, dass ihr ganz viel Luft auf einmal holt. Und alles auf einmal rauslässt. Nun ein paar Übungen, die euch das Screamen erleichtern. Das Duckface. Der Lippenbeißer. Der Schmollmund. Und zur Muskelentspannung, Facepalm. Falls du in deiner Wohnung nicht laut sein darfst, hast du auch die Möglichkeit, in deinem Auto zu üben, solange du ein Auto besitzt. Kennen Sie das? Sie fühlen sich alt und verrunzelt und verwesen schon fast. Ändern Sie das jetzt mit der Anti-Negative Aging 666. So wird's gemacht. Also die Creme ganz sanft ins Gesicht einmassieren. Das ist ganz wichtig. Sehr sanft. So ungefähr. Schön überall noch so ein bisschen. Ich muss dann ein paar Stunden wirken. Und dann werden sie auf jeden Fall jünger und es schmeckt auch gut. Sie können auch essen. Beim Mann. Ja, und es kostet auch eine Seele. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Achtung, Achtung. Zombies sind auf dem Weg. Anti-Waffen. Nein! Zombies! Wie gut! Dass wir unsere Spezialdose haben. Die Orgel Notfalldose. Da. Seht ihr es? Gut.
da sind viele nützliche Accessoires drin, die man bei einer Zombie-Apokalypse gebrauchen könnte. Ein kleines Anti-Zombie-Kissen. Damit kann man sich überall auf der Welt schützend vor Zombies aufs Ohr hauen und eine Runde schlafen. Ein Zauberwürfel. Dieser Würfel hat magische Kräfte, denn er ist ein Zauberwürfel. Guckt ihn euch an, diese wunderschönen Farben, so magisch. Den könnt ihr einem Zombie einfach ins Gesicht werfen. Und dann ist er bunt verzaubert, egal. Was anderes? Orgel. Seife. Orgel. Mit dieser Seife könnt ihr euch waschen nach der Zombie-Schlacht. Und so werdet ihr nicht infiziert und werdet überleben. Ganz sicher. Eine Diskette. Was zur Hölle? Und natürlich eine Zombie-Wasserpistole mit geheiligtem Wasser drin. Orgel und so. Und natürlich ein Messer aus heiligem Orgelstahl. Damit könnt ihr jedem Zombie den Garaus machen. Und ein Cookie, der von dem Wasser der heiligen Orgelpistole total aufgeweicht ist, aber immer noch als Notfallration Wunder wirkt. Super. Und jetzt an die Waffen. Wir haben zu tun. Folge mir, Meldung. Los, mach jetzt mit. Ja, ist okay. Andi hat uns gefragt, was Cookie Beat für uns... Cookie Beat. Andi hat uns gefragt, was Cookie Beat für uns ist. Und das zeigen wir euch jetzt. Metal! Lachflash sind Cookie Beat. Für mich bist du Cookie Beat. Zombies! Zombies! Durch Cookie Beat habe ich die besten Produkte in meinem ganzen Leben gefunden. Ey! Das ist das Anti-Negative Aging 666. Das hilft wirklich. Ja. Siehst du? Ganz so. Schön. Ganz bestimmt. Boah, das sieht aus wie ein Scheiß. Eklig aus. Kekse! Wir alle sind Cookie Breed. Hi Andi, wir wünschen dir zu deinem 21. Geburtstag alles, alles Gute, viel Gesundheit, Liebe, Glück und Erfolg. Mach weiter so, wir lieben dich. Orgel! Andi, wir beide und die Orgel-Notfalldose Deluxe wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. Cookie! Hey Andi, alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Mach's weiter und bleib wie du bist. Tschüss! Yo Andi, alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir viel Gesundheit und viel Glück. Viel Erfolg in deinen Videos und in diesem Studium. Ist auf jeden Fall geil, was du jetzt bisher gemacht hast. Musik, Videos, alles, alles drum und dran. Mach auf jeden Fall weiter so. Du bist echt der Größte. Yo Andi. Alles Gute zu deinem 21. Geburtstag. Wünschen Nathalie. Und Raphael. Yay. Orgel. And out. Hey Andi, alles Gute zu deinem Geburtstag. Und mach weiter mit deinen Videos.